Ich weiß aber gerade auch nicht, ob es gerade Nacht ist. Oder einfach nur. Ich glaube, es ist Nacht, ne? Weil jetzt erfriere ich ja gerade nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es Nacht oder Tag ist. Nee. Das heißt, wir können jetzt zu dem Forest gehen. Und dann schauen, ob da jemand klopft oder wie oder was. Er baut hier mitten im... Ah, hier ist ein Weg. Brauche ich nicht. So. Apropos abseits vom Weg. Ich war ja am Montag, also von der Woche, ja, nach dem Stream im Wald, abseits vom Weg und zack, 4 Zecken. Alter. Sind nur 2 Zuschauer da. Ja. Ah, okay. Also, Sonnenfinster ist Rotton und Nacht ist Blauton. Okay, alles klar. Good to know. So, Eier, nee, danke. Habe ich gerade schon genug. So, da drüben ist der Wald. Genau. Ich geht Zecken, ja. Ich war deswegen auch heute früh beim Arzt, weil bei 2 Stichen sind noch die Beinchen drin oder halt die Rüssel oder was weiß ich. Und ja, einfach nur um zu schauen, ob ja, ob das gefährlich ist oder so. Und er hat die einfach drin gelassen und gemeint so, ja, einfach, also der Körper spült die einfach raus. Also mit dann der Flüssigkeit oder also Eiter oder so geht auch diese Wundflüssigkeit. Genau, und man soll das halt 2 Wochen beobachten und wenn nach 2 Wochen irgendwie... nach 2 Wochen so eine Zielscheibe entsteht, also roter Kreis, weißer Kreis, roter Kreis, dann soll man sehr schnell zum Arzt. Was? Soll ich hier in die Party sprengen? Ah, da. Alter, voll der Hype hier. Die gehen einfach durch den Stamm und lassen die Tür auf, aber die Tür ist ja nur Deko, weil da ist ja ein Stamm. Kann ich die Trommel nehmen? Schade. Gut, aktualisiert. Party People. So, Trommel in der Nacht. Ich habe etwas merkwürdig. Merkwürdiges im Rotforst gesehen, eine Gruppe von Trommlern mitten in der Nacht. Sie sind durch eine Tür in einen Baum gelaufen, als sie mich gesehen haben. Eine Baumtür. Ich sollte Renja davon erzählen. Eine Baumtür. Ah, meine Babys. Oje. Dann, Sarah, dann müssen wir echt ein Wörtchen miteinander reden. Ich meine, wenn das deine Babys sind... Mitten in der Nacht, die dürfen nicht mehr wach sein. Das geht nicht. So. Ah, okay. Auf jeden Fall haben wir mal ein bisschen Party-Crasher gemacht. Alles meine Babys. Du Arme. So. Ja, nein. Gut. Wo geht's zu... Warte, wie heißen die? Renja. Schöner Name. Das waren die da vorne, oder? Das war doch die, die die ganze Zeit gefegt hat. War das die Renja? Nee, die konnte ich hier nicht anquatschen.
Noch. Bitte. Renja. Oh. Ja, stimmt, es ist gerade Nacht, ne? Tja. Noch jemand wach? Okay, das ist jetzt gruselig. Schlafen die nicht hier? Also, da sind noch ein paar. Weiß die nicht, Rania? Rania, doch. Aber Renja ist schöner. So. Das sind wieder Retter. Ah, wo sind die denn? So. Ja, wer war denn die? Ah, Mann. Was ist das hier? War ich hier schon? Hier ist auf jeden Fall eine Karte. Voll gut. Ich habe eine schöne. Nee, warte mal. Ja, okay, es ist die gleiche. Ich dachte, dieses ganze Eisfeld habe ich gar nicht. So, lieber Victor. Ja, der Victor. wie sehr ich dich vermisse. Ich bin erst seit 3 Monaten unterwegs, aber ein großer Teil meiner Gedanken gilt der Angst, dass ich vielleicht niemals hätte aufbrechen sollen. Ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken, wie viel Arbeit du im Nationalpark ohne meine Hilfe bewegst. Ah! Ah! Genau, jetzt weiß ich, wer das ist. Ohne meine Hilfe bewältigen musst. Deine Hingabe für den Park hat mich dazu inspiriert, auf diese Reise aufzubrechen und ebenfalls meine Passion zu finden. Aber alles, was ich bisher gefunden habe, ist die Erkenntnis, dass sich die Welt ohne dich so unendlich klein anfühlt. Oh. Keine entschlossene Inselgruppen und keine unbekannten Städte ersetzen den Wunsch in mir, mit dir einen Abend am Feuer zu verbringen. Und deswegen habe ich beschlossen, früher zurückzukommen. Ich wollte dich eigentlich überraschen, aber ich konnte es nicht erwarten. Die Welt ist wunderschön, aber mir ist nichts schöner als dein Anblick. Kitschig! Oh, okay, voller Liebe, Nils. Ich freue mich schon darauf, wenn du mir von der Geburt der kleinen Wasserfüchslein erzählst. Wenn ich zurückkomme, werden sie fast schon erwachsen sein, schon fast ausgewachsen sein. Ah. Aber wieso ist das hier? Achso, wahrscheinlich, weil es eine Hütte ist. Würde ich mal ganz spontan sagen. Ah. Ach, ihr erhaltet eine Feuersteinebauanleitung. Geil. Lagerfeuer sind eine Lifestyle-Magazine für Abenteurer. Lagerfeuer für irgendwas. Lagerfeuer sind ein praktisches Werkzeug für Abenteurer, die den kalten Nächten East Chase trotzen wollen. Feuere eins an, um dich daran zu wärmen und eine Tasse Tee zu brühen. In dieser Ausgabe bringen wir dir bei, wie du dein eigenes Feuer entfachst. Folge einfach in der beigefügten Anleitung. Zuerst muss Material gesammelt werden und so weiter. Eure Mitabenteurer Listel teilt seine Erfahrung zum ersten Mal ein Lagerfeuer zu entfachen mit euch. Ich muss nie wieder in der dunklen Kälte sitzen. Es hat mich zwar gestört, dass ich danach wie ein geräuchertes irgendwas. Tobi bricht in ein fremdes Haus ein. Wieso ist hier ein Brief für Victor? Macht gar keinen Sinn. Ja. Macht auch nicht Sinn. Ist alles mein Haus. warte, kamen wir von hier? Wir kamen von da. Und wohin gehen wir jetzt? Genau. Wir suchen ja Rania. Aber mitten in der Nacht, dann macht es ja nicht viel Sinn. Aber wieso? Es ist ja Nacht. Wieso sind die nicht zu Hause? Ich schau mal. Lagerfeuer.
Vier Stöcke. Man braucht nur vier Stöcke. Das ist ja cool. Das ist hier easy. Bitte. So. Gut. Nein. Rania. Wo ist die Rania? Können wir mit dem jetzt, musste ich erst bei dir abmelden oder was? Ja. Ganz gut. Thema wählen? Ah, okay. Man kann nicht spoilern, dass man bei ihm im Haus war. Aber wieso arbeitest du hier? Es ist doch Nacht. Aber nee, der bleibt halt die ganze Zeit an diesem einen Fleck, oder was? Gut, ich schlafe jetzt mal kurz bis zum Tag. Hallo. My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say. With any luck, it'll stay up for many more generations. Gut, dann schlafen wir mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen will. Ja, es ist 2 Uhr. Wir rasten. Ich hoffe, wir schweben nicht so wie die Frau. Vielleicht ist da ein Schatz vergraben. Nadir fängt an zu reden, Tobi. Gut, dann. Mal schauen, ob sie gesund aufgewacht ist. Ja, gut. Geht's dir gut? Thanks again for the Yankee Caps. Gut. See you. See you. Ja. Ein bisschen gruselig. Aber ja, neuer Tag, neues Glück. Und immer noch voll schön. Gut, wo ist sie? Wo ist Rania? Ich glaube, das war wirklich bei dem Gärtner, da wo ich gerade eben vorhin war. Weil das würde am meisten Sinn machen, dass die Rania halt in der Nähe ist von dem Wald. Wenn nicht, dann werden wir einfach eine nächste Quest machen. Genau, da ist der Wald. Und da sind die wunderschönen Stäbe. Voll die großen Stäbe. Ah, genau, da ist der. Da-di-da. See you soon. Ja. Bei dem Haus? Hi again. Ja. It's nice to see a familiar face. We don't get too many visitors out here. Bis dann. Ich habe die Trommel gesehen. What? Really? A tree door? Let's go see it. Los geht's. Gut, ich muss nicht extra dahin gehen. You're sure it was here? Sie waren genau Well, hier. they seem to have left no trace. And the door and the tree? Ich schwöre da, dass da eine Tür I war. believe you. I've Oh. been hearing those drums for too long. Something mysterious is afoot. Whatever they're doing,
It's clear they don't wish to be discovered. I think you should ask around in Narva. Maybe there's someone who knows more about these Blushwood Night Drummers. All this investigating has made me thirsty. I think it's quite time for a Lindauian brew. Let me know if you find out more. Come on by any time. Oops. Huh. Ja. Die Tür ist weg. Das Lagerfeuer auch und okay, alles klar. Gut, aber wenigstens glaubt sie mir. So, wir sollen in Narva nachfragen. Narva nach. Ob da jemand es kennt. Die Frage ist, ob wir jetzt direkt zu Narva gehen. Ich würde nochmal hier das Bild neu malen, weil das war einfach zu dunkel. Und dann... Ja, ich weiß gerade nicht, wie wir... Ja, nee, okay, alles klar. Alles klar. Dann kommen wir so. Dann machen wir das so. So, auf jeden Fall ist es ja jetzt auch praktisch, dass wir Feuer machen können, auch wenn wir es jetzt eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir ja eine warme Jacke haben. Wir können ja jetzt auch, genau, und da drüben ist das klar. Wir können jetzt ja auch ein Zelt machen. Da gibt's, glaube ich, Da gibt's, glaube ich, ziemlich coole Orte, wo man einfach dann, ja, campieren kann. Aber die Zelte sind, glaube ich, ziemlich, expensive, glaube ich. 6 Stöcke, Stoff und Schnur. Naja, wobei, also es geht. Also die Schnüre können wir, also... brauchen ja wirklich nicht viel. Da hinten war's. So. Doch. Blup. Die Frage ist, was wir danach dann machen. Also an sich, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten. Aber was? Ja, davon zuerst. So. Ja, wobei, so dunkel ist es gar nicht, aber... ich glaube, so ist es dann heller. Ja, komm. Sogar noch voll schön mit den Blumen. Gefällt mir. Würde ich aufhängen. Passt. Puzzle, die passt. Gut. Ich glaube, das war es sogar schon mit dem Gewitter leider. Aber Hauptsache, es regnet noch. Das ist schön. So. Warte mal. Gehen wir jetzt. Genau, wir wollen ja noch die Mama oder die Mutter will ja die Aussicht vom Gemeindeturm. Genau. Da müssen wir ja sowieso wieder zurück. Und warte. Eine Windmühle haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Nee, eine Windmühle? Ich glaube noch nicht. Und das andere, was wir malen sollen? Lehmhaus auf dem Land. Lehmhäuschen sind bezaubernd. Ich will ein Bild von niedlichen Lehmhaus. Ganz allein inmitten der Landschaft. Da können wir, glaube ich, noch mal zu
zu der kleinen Hütte gehen, wo wir den Brief gefunden haben, also das von dem Bären, also von dem Wildhüter quasi. Das haben wir gerade gemacht. Die Sternhöhle. Ich träume manchmal, dass ich unter freiem Himmel bin. Dann stelle ich fest, dass ich mich in einer Höhle befinde. Das weiß ich noch nicht. Also sicher in einer Höhle, aber wo? Also die beiden können wir, glaube ich, machen. So. Schön, mit den Blumen. An sich könnten wir das da ja auch malen. Weil das ist das Lehm? Nee, das ist Holz. Nee, dann können wir das nicht malen. Ich glaube, das von den Bären war Lehm. Ranyas. Wow, hier steht sogar der Name drauf. Annikas Haus. Was war denn das jetzt? Einfach in der Nähe vom Baum. Ich meine, so groß ist das hier ja nicht. Ich glaube, in dieser Richtung. Wow. Coole, da ist es. Ah, das ist auch aus Holz. Verdammt. War abgelenkt, was suchst du? Ich suche ein kleines Lehmhaus. Hier Lehmhaus auf dem Land. Ich dachte gerade, dass die Hütte da, die da, wo wir vorhin drin waren, dass die aus Lehm war, aber war sie nicht. Und ich dachte auch, dass das da ja irgendwo aus Lehm ist, aber das kann ich ja auch nicht abgehen. Kannst du noch nicht? Ah ja, okay, alles klar. Gut. Gut, gut. So. Ja, stimmt, auf den Land. Hier ist ja an sich Wald. Also, okay. So, dann gehen wir jetzt dahin, geben das Bild ab, gehen da hoch, malen die Aussicht und dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen. Schon cool irgendwie. Also, es sieht schon einfach cool aus. Konzentriere dich ja vielleicht auf dieses Blütenblätterfloß. Ah, stimmt. Oh Mann. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Stimmt. Got another one for me, do you? Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Thema wählen. Nächtliche Trommler. Whoa. That must have been pretty strange to find. No, I don't know anything about that. Sorry. Kein Ding. Ich schenke mir mal kurz was ein. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. So. Stimmt, ich kann... Whoa. Entschuldigung. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. So, hier. Tiffmoor-Ruin. Diese vergessenen Gemäuer sind so prachtvoll, wie sie da alleine im windigen Tiffmoor stehen. Das ist easy. Tiffmoor ist doch das da, oder? Nee, das ist Lindo. Okay, das können wir wahrscheinlich auch... Ja, hier, Tiffmoor. Verdammt. Okay, also, dann bauen wir uns ein Floß. Ah, nee, erstmal... Oh Gott, bin ich durcheinander.